Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und ich heiße euch willkommen im Clan Deutschland Ed. Ja, eigentlich sollte nach dem Rathaus 9 Clankrieg hier nichts mehr stattfinden. Aber ich habe gedacht, ganz kurzfristig einmal über den Community-Tab YouTube aufgerufen und auch ein bisschen im Discord. Ich suche hier einfach mal 14 Leute, die mit mir die SCC WL hier spielen. Und tatsächlich habe ich dann für 15 sogar gefunden. Das heißt, wir konnten jetzt schon einmal tauschen oder mussten sogar einmal tauschen. Das habt ihr gestern Abend vielleicht im Livestream gesehen. Und ja, es sah ganz gut aus. Wir haben so ein bisschen Liga-Glück, muss ich sagen. Es wundert mich so ein bisschen. Wir haben jetzt schon so ein paar Spender drin und ein paar Zuschauer. Hier oben steht es auch drin. Spender und Zuschauer sind hier erwünscht. Also wir haben hier ja auch 2 Zehner, glaube ich, 1 Elfer und da haben wir nie eine Karre. Aber alles andere ist eigentlich immer hier und das ist eine coole kleine Gemeinschaft. Ich gehe einfach mal für euch rein hier in die Liga und ihr seht, wir hatten so ein bisschen Liga-Glück. 29, 25, ich konnte es gestern Abend gar nicht glauben, als das Ergebnis auftauchte, denn das war live im Stream noch drin. Denn der Gegner hat einfach mal drei Angriffe gar nicht erst gemacht. Das heißt, tote Bases, beziehungsweise Leute, die auch teilweise keine Liga hatten, also wirklich Offline-Accounts. Und ja, wir hatten so ein bisschen Luck, muss man sagen. Ich meine, jeder hat hier bei uns auch hart kassiert. Ne? Marlon hat kassiert. Ich habe natürlich kassiert hier von so einem Zehner, keine Frage. Das ist alles im Bereich des Erlaubten, will ich mal so sagen. Aber wir haben uns wacker geschlagen hier. 3 Sterne, 3 Sterne, 2 Sterne. Echt cool gemacht teilweise. Und gehen wir mal kurz rein. Hier Master Chief hat hier 2 Accounts. Also auch das ist nicht so schlimm. Hier ist jetzt nicht so super viel los. Aber ich meine, wenn hier was am Start ist, jeder weiß das in etwa, wenn du nicht so ein großer Clan bist, da musst du ein bisschen geduldig sein, wenn es so ein bisschen ums Truppenspenden geht oder wenn du auf Clanburg wartest oder so. Da muss jeder so ein bisschen selber sehen, wie er hier klarkommt. Und ich denke mal, gegen so eine Rathaus 9 Base, da kommst du immer klar. Mit als Rathaus, ja, er ist auch Rathaus 9, 14-11, das ist eine ganz coole Kombi. Haben ja viele so in etwa, ich ja auch, mit dem Chefkoch im anderen Clan. Und hier bin ich ja mit dem Barfuß, ich bin einfach mit dem Barfuß hier geblieben. Ich habe gedacht, du reist jetzt nicht rum und suchst nach ihrem Clan, der dich vielleicht irgendwie mal ein bisschen wieder mit in die CWL nimmt, hier in die SCCWL, so heißt sie ja, Supercell Clan War League. Sondern, warum soll dieser Clan hier jetzt gerade brach liegen zur Liga? Wir kommen aus dem CK und konnten gleich nahtlos in die CKs hier jetzt übergehen. Ist also wirklich gut gelaufen. Danke nochmal an die, die jetzt hier sind, beziehungsweise die jetzt die Liga mit uns machen. Ich habe ja geschrieben, holt euch die Marken, denn es wird gar nicht mal so schwer. Wir sind hier in Gold 2 und auch im nächsten Clankrieg gehen wir gleich auch kurz rein. Sieht es gar nicht mal so schlecht aus. Also es ist jetzt nicht so, dass wir hier die absoluten Abloser sind oder so, sondern wir hauen uns hier wacker durch. Jeder macht seine Angriffe. Das ist besonders wichtig, dass jeder seinen Angriff macht, wie er den dann macht. Also ich muss ganz persönlich sagen, mir ist das Latte. Ob es jetzt 2 Sterne werden, einer, keiner. Jeder gibt hier einfach das, was er kann. Punkt. Finde ich auch ganz, ganz gut so. Und hat aber gut gemacht hier. Elektrosachen finde ich nie so prall in der Clanburg. Der braucht mal so lange zum Aufladen. Ne? Und dann, aber unter Wut ist er ganz gut. Und schön gemacht hier, aber so kann man es machen. Okay, was hat er dabei gehabt? 9 Drachen und 8 Loons. Die Drachen auch schon auf 4, ja. Sehe ich eigentlich auch mal so als Rathaus 9. Drachen auf 4 ist immer eine Option irgendwo. Und sieht aber, ja, ich muss sagen, sieht aber stabil aus. Ich glaube, den haben wir gestern noch gesehen im Livestream. Wer ihn nicht gesehen hat auf Twitch, ist er mittlerweile online. Das dauert auch immer dort ein klein wenig, bis auch das letzte Musikstück da den Urheberrecht zerfallen ist oder zur Gnade verfallen ist oder sowas. Also wenn wir auf Twitch streamen, dann machen wir mal Song-Requests. Das heißt also, ihr könnt eure Musik dort abspielen, die ihr und wir gerne hören. Also das ist jetzt auch nicht so nach dem Motto, ich höre jetzt mal meine Musik beim Toto. So klappt das leider auch nicht. Sondern ist so für die Masse, denke ich mal, ist immer alles dabei. Ist eigentlich immer ganz, ganz chillig. Es gibt immer ein paar, die natürlich ausfallen werden und da ihren ultra super super hyper Metal hören wollen, aber dem können wir dann immer einen Riegel vorschieben, so dass wir eigentlich immer ganz chillige, gamige und lockere Musik da haben. Ist also ganz, ganz cool. Aber ich glaube, den Chris Mini, ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir ihn gestern schon gesehen haben, aber auch mit Drachen und Loons. Und ihr seht hier auch wieder die Drachen auf Level 4.
Und ja klar, Loons gehen mit Rathaus 9 nie höher und scheint doch wieder eine Option zu sein. Hätte ich gar nicht mal so gedacht. Ich greife da wirklich sehr, sehr wenig mit an, muss ich sagen. Und auch in solche Bases hier nicht unbedingt mit Maxed Bogenschützentürmen, Maxed Magertürmen, Tesla. Ja, cool gemacht, muss man mal so sagen. Cool gemacht, muss ich mir mal irgendwie muss ich mehr mit Drachen angreifen, habe ich das Gefühl. Aber auch gestern Abend haben auch einige geschrieben, ja, Drachen bis 9 geht es, aber danach wird's mau. Ja, das finde ich eigentlich gar nicht mal so. Also auch 10, 11 und 12 setzt man die Drachen gerne ein. Gerade mit dem Bedspell im Moment kann man damit sehr, sehr viel mit tun. Und die Drachen müssen halt nur tanken und die kleinen Fledermäuschen dahinter müssen abrocken. Das heißt also, die fliegen ja in der Regel dann vor, aber kriegen keinen Beschuss. Aber schön gemacht hier auch auf die Nummer 11. Also immer so ein bisschen gegenüber. Wir spielen ja einen kleinen 15er und keine 30er. Ich glaube, einen 30er hätte ich nicht mehr zeitnah voll gekriegt. Denn viele waren ja dann doch schon in ihrer Liga. Und da war ich dann froh, dass hier dann 15 wurden oder 16 wurden mit mir. Also auch hier schön gemacht. Und ja, wir haben ein bisschen Liga-Glück. Hätte ich nicht für möglich gehalten. Wir spielen aktuell übrigens gegen den Ersten. Auch da sieht es gar nicht mal so schlecht aus. Ich kann ja mal am Stück einfach mal drin bleiben. Und auch hier 2020, 9-15. Wir sind sogar so ein ganz kleines bisschen im Vorteil, denn der Gegner hat hier oder lässt hier auch ein bisschen was liegen. Allerdings ist das eine Rathaus 4 Base hier. Die musste jetzt heute einer machen. Der kleine Master hat es gemacht hier. Ich weiß, da gibt es ganz wenig Loot hier, da war der Kahn schon anders, der hat gesagt, ich will nicht die letzte Base machen, ich will Loot haben, ist natürlich doof, im Clankrieg oder auch hier in der SCCWL, da gibt es keinen Loot, da geht man nicht auf Loot, sondern man geht auf Sterne und auf Gewinn und nicht auf Loot, finde ich jetzt. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das dann auch so macht. Ich meine, im normalen Clankrieg, wenn der Clankrieg gelaufen ist und jemand sagt, kann ich mir Lootangriff machen, dann lässt man das sicherlich zu oder man übt halt ein bisschen, aber hier bei der SCWL, da, Leute, das sind 3 Sterne, das ist top. Ich meine, klar ist eine Rathaus 4 Base, aber ist egal. Aber auch sonst hier schlagen wir uns ganz gut. Ich muss jetzt jemanden austauschen hier. Die Lisa hat gestern Abend ja wirklich einen epischen Fail hingelegt auf die Nummer 5. Oh, die Nummer 5 hat der große Master Chief gemacht mit 3 Sternen. Alter Falter, hat er eben erst gemacht, super. Schade, habe ich gar nicht live reingekriegt, hätte man natürlich live sehen können. Aber ich will gleich auch noch live reingehen hier in den CK. Mal sehen, hier über Ecke. Habe ich jetzt auch schon öfter gesehen. Komischerweise sage ich immer, Leute, geht nie über Ecke rein. Das ist nichts. Aber ich glaube, in dieser Halbfarmbase hier kann man das machen. So, schauen wir mal, wie die Truppen laufen oder springen. Ja, natürlich eigentlich ganz gut. Ich hätte fast gesagt, du kannst einen Wutzauber weglassen und nimmst noch einen Sprung mit. Aber in der Mitte hat er noch ein Loch, noch wirklich Lohmauern. 2 Single Infernos ist natürlich optimal für die Hexencrew hier. Also gute Truppenwahl schon mal, dass man da dann nicht irgendwie mit Packer reingeht oder mit sonstigen Truppen, die keinen Flächenschaden machen. Ich meine, die Hexen machen auch keinen Flächenschaden, aber wir nennen mal einfach die Skelette den Flächenschaden, denn die teilen ordentlich aus und da müssen die Infernos immer wieder neu laden. Das heißt also, sie müssen ja immer wieder dann das Ziel wechseln und das dauert auch und dementsprechend kommst du eigentlich mit so einem Volk hier ganz gut durch. 30er, oh, er ist auch ein Rathaus 10er, aber mit 30er Helden ist das in Ordnung. Und die 3 Sterne hier sind richtig, richtig wichtig. Dadurch fehlt uns jetzt zwar eine Base, aber ich glaube, das ist nicht ganz so schlimm. Denn lieber 3 Sterne und wir lassen oben den obersten 11er offen. Okay, dann kriegt er halt keinen Sternpunkt. Kannst halt nichts machen. Aber besser als jetzt 2x1 Stern geholt, finde ich, dieser 3-Sterner hier. Also schönes Ding hier vom Master Chief. Das ist ein großer Account, sein Rathaus 10 Account. Und hat er gut gemacht. Ich meine, ich habe den Angriff nicht gesehen. Ich war jetzt gerade überrascht, dass wir da 3 Sterne haben. Aber ich will selber noch angreifen hier. Deswegen springe ich gleich auch wieder mal hastig auf mein Tabby. Wir gucken uns aber kurz mal den Gegner gleich an. Wie ich mir das eigentlich vorstelle. Ich muss auch einen Rathaus 10er machen, allerdings ohne Infernos. Und ich glaube, er hat noch Rathaus 9 Defense. Mal sehen, wie mir das gelingt mit meinem Rathaus 9er. Ich habe mir etwas mit Hawk Rider überlegt. Also einen ganz normalen oder einen ganz klassischen Go-Hawk. Mal sehen, ob mir das an der Stelle gelingt. Oh, hier da hinten tankt jetzt nochmal richtig gut der Golem für Queen und die restlichen verbleibenden Skelette. Eine Hexe hat er noch am Leben da. Und der hat jetzt natürlich Büffel Heal Points, der Stiernacken da. Also cool gemacht. Jetzt nur noch der Bogenschützenturm und
das Lager und dann ist das gewesen, auch wenn die jetzt noch durch eine Mauer muss. Da helfen dir aber die Skellies und auch die Hexe. Also sehr, sehr gut hier. Die 10 Sekunden nehmen wir uns auch noch Zeit, um diesen netten 3-Sterne-Hype hier mitzunehmen. Cooles Ding hier. Ja, ich streame manchmal ein bisschen mehr, wenn auch nur auf Twitch TV, aber seid ruhig abends dabei. Wir haben immer ein bisschen was aus der Liga zu zeigen und ein, zwei Stündchen gehen eigentlich abends bei mir auch immer. Habt ihr, glaube ich, auch gemerkt. Ich war ja gestern super pünktlich, aber wir gucken jetzt mal eben in die Base rein, die ich jetzt machen muss. Oder nicht die ich machen muss, sondern die ich machen will. Ich will eigentlich diese hier machen und ihr seht das, ein X-Bogen ist auf Boden, ein X-Bogen ist auf Luft gestellt und man könnte ihn auch sicherlich mit Luft machen, aber ich habe mir trotzdem überlegt, ich nehme den hier mit Hoggies und komme auch über Ecke rein. Also diese bis zur Clanburg, die Clanburg kommt ziemlich früh, das heißt, wenn ich hier hinten mein Golem starten lasse, hier in der Ecke von der Kaserne mit den Magiern hier, damit ich hier funneln kann, ich denke mal hier haue ich schon mal meine Clanburg raus, das hat einfach den Hintergrund, dass der Magierturm hier weg muss, denn wenn mein Golem hier unten an der Hütte klopft, beziehungsweise hier an der Mauer, dann ist er im Feuer des Magierturms, macht er also Flächenschaden und kriege meine Mauerbrecher da nicht durch. Denn ich will einmal mindestens durch die Mauer. Ich habe keinen Sprungzauber dabei, ich habe einen Wutzauber dabei. Und der nächste Plan ist dann natürlich, dass wir hier reinrocken. Die Helden, beide Helden werden dann, beziehungsweise meine Truppen werden dann von beiden Helden angezogen. Zwei Wallis und meine Helden müssen einfach das hier schaffen. Und ich denke mal, wenn ich dann hier mit meinen Hoggies beginne, da gibt es auch keine Falle hier erstmal innen drin. Die ersten Bomben, denke ich mal, lauern hier irgendwo beim X-Bogen oder hier beim Archer Tower, also beim Bogenschützenturm. Ja, mal sehen, wie es wird. Hier kann auch noch was liegen, hier auch noch. Ja, mal sehen. Ich kann mir schon vorstellen, dass ich hier was hole, aber lass mich jetzt mal erst aufs Tablet springen. Ich wechsle jetzt eben mal den Account und dann sehen wir uns sofort zum Angriff wieder. Okay, ich bin soweit. Wir können los. Ich glaube, ich habe meine Truppen schon beisammen. Also so, das ist so meine Truppenkombi, die ich eigentlich immer ganz, ganz gerne nutze für so einen Go-Hock. Also zwei Wallis noch mit dabei für so ein bisschen Helden machen. 24 Hocks, drei Heilzauber, ein Wutzauber, Bruder in der Clanburg. Und ja, ich würde sagen, wir machen auch gar keinen langen Tara. Ich hatte ja mir schon die Taktik ausgesucht, über welche Seite ich reinkommen will. Und wichtig ist auf jeden Fall, dass die Helden da sterben. Das Gute ist eigentlich, dass der X-Bogen auch recht spät erstmal anfängt zu ballern. Ich könnte natürlich währenddessen hier hinten, also wenn ich jetzt hier schon bei bin, meine beiden Riesen setzen. Aber die sollen eigentlich hier irgendwo ein bisschen das Feuer auffangen. Möglichst hier am Magierturm oder an den Magiertürmen hier. Dort und dort. Ich will hier ja so ein bisschen Surgical setzen, sodass die ein bisschen durch die Base gehen. Mal sehen. Wir gehen mal rein. Ich würde einfach mal sagen, Angriff. Und volle Kanne voraus. So, jetzt hatte ich gerade noch ein kleines Denkloch. Aber wir gehen jetzt mal rein. Alles klar. Einmal den Golem gesetzt hier. So, meine Magier schon mal markiert. Oftmals passiert es einem ja nach wie vor, dass gerade die Magier hier, beziehungsweise so, da hauen wir schon mal die Clanburg raus. Und oh. Da ist ein Drache drin. Okay, ein Drache ist aber nicht so schlimm. Hier geht es jetzt weiter mit den Wallis. Nochmal einen dazugesetzt, denke ich mal. Das war schon mal für die Clanburg. Und jetzt müssen die hier durch. Hier durch. Da müssen die durch. Komm. Da müsst ihr euch durchfressen bis in die Mitte. Ah, schade. Komm, King, mach es. Jawohl, der King haut da rein. Und jetzt kann ich hier mit meinen Hockreitern starten. Wunderbar. Einmal ein paar Hoggies hier Surgical schon mal reingesetzt. Und hier hinten nehme ich jetzt auch schon mal meinen Riesen. Hier sollen die weiter tippen. Mal sehen. Das sieht aber noch mal ganz gut aus im Moment. Die gehen nach da. Die werden jetzt nach da gehen. Wunderbar. Und dann können wir hier hinten unsere letzten vier Hockrider reinsetzen. Ich habe ein wenig Cleanup dabei. Und ich denke mal, da am Flächenschaden, da müssen wir nochmal durchheilen hier. Wir haben jetzt noch so ein paar Skellies an der Hacken hier. Die machen wir auch mal weg. Ja, wunderbar. Ich glaube, das sieht ganz gut aus. Das sieht schick aus hier. Jawohl. Toto, 3-Sterne-Hype hier, würde ich mal so behaupten.
Niemand guckt mir zu, wunderbar. Hat keiner gesehen. Meint, dass ich mal 3 Sterne hole hier. Okay, aber egal. Eine Sorge weniger, wir haben 3 Sterne mehr. Und dann kann es sich jetzt erstmal weitergehen. Wir führen hier, ich glaube jetzt mit einem Angriff weniger sogar in Führung gegangen. Aber mal gucken, der Gegner kann natürlich noch mal ein bisschen nachlegen. Also so kann man es machen. Denke ich mal, die Kombi ist ganz gut. 3 Sterne für uns, 10 Angriffe haben wir, 11 hat der Gegner, alles noch offen. Und ich würde sagen, wir hauen hier in den Sack. Ich mache jetzt noch mal ein bisschen Eventarmee nach. Und wäre ich nicht auf die Pausentaste gekommen, wäre das sogar ein Stück geworden. Also ich mache ein bisschen Eventarmee nach, war glaube ich der letzte Satz, den ich gesagt habe. Das ist hier mit den Drachen. Ich mache hier auch ganz, ganz normal nach wie vor meinen Pass. Ich nehme übrigens 9 Drachen und ich nehme ein paar Loons dabei. An Zaubern nehme ich immer nur Wut und den Giftzauber. Ich mache hier nichts mit Blitz oder sowas. Irgendwo müssen wir ja nur Sterne holen. Also wie gesagt, im Moment in der SSCWL sieht es ganz gut aus für uns. Ja, ich bin wirklich zuversichtlich, dass wir hier was reißen, dass wir hier alle unsere Sterne und Marken bekommen. Aufstieg, Abstieg müssen wir hier nicht haben. Ich hoffe, wir werden sogar Clan Level 13, wenn die Liga hier oben ist. Jo, das werden wir in jedem Fall packen, auch nicht schlecht. Naja, seid gespannt auf die nächsten Videos, seid gespannt auf die nächsten Livestreams. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir einfach am Ende einen Daumen nach oben da, so einen, den ihr gerade im Bild seht. Und dann sehen wir uns in weiteren frischen Folgen. Euer Toto. Echt.